Herzlich willkommen, liebe Charesca. Ich freue mich sehr, dass du heute zu einem weiteren Video hier zu uns zu Lemon Days gekommen bist. Du hast uns ja in unserem ersten Video, in unserem ersten Interview wirklich toll erklärt, was die Haut braucht in den Wechseljahren. Und du bist ja nicht nur selber tatsächlich Kosmetikerin, sondern du bist ja Unternehmerin und hast vor 8 Jahren die wunderbare zertifizierte Bio-Kosmetik Amokomosoi gegründet und hast da ganz wunderbare Produkte. Und da es immer wieder Fragen gibt, Mensch, wie gebrauche ich denn meine Produkte, was brauche ich, wie wende ich das an, haben wir uns ja entschlossen zu sagen, Mensch, dann machen wir doch mal so ganz praxisnahe Videos. Und heute geht es um die Gesichtsreinigung. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Charesca. Ich danke dir für die Einladung und die Möglichkeit. Sehr gerne. Liebe Charesca, habe ich was vergessen in der kurzen Vorstellung? Nein, alles gut, genau. Gründerin aus Venezuela, lange Jahre schon in Deutschland, genau. Auch Life-Coach, Unternehmerin, wie du sagtest, und Kosmetikerin. Und beschäftige ich mich viel mit Naturkosmetik. Und das Schöne ist ja, ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich kenne deine Produkte in- und auswendig, weil ich sie selber persönlich, privat schon sehr lange benutze und total zufrieden bin. Und jetzt ist es so, ich weiß, in jedem einzelnen Produkt von dir steckt super viel Herzblut. Also du machst das wirklich aus reiner Leidenschaft. Das ist nicht ein Industrieprodukt in dem Sinne, sondern du machst dir richtig viel Gedanken, wie du die Formulierungen machst, was du für Produkte hast. Und das Schöne bei dir ist ja, in deinem Sortiment weniger ist mehr. Wo du aber keine Kompromisse machst, das hast du schon im ersten Interview ja ganz klar gemacht, ist die Gesichtsreinigung. Warum ist die so wahnsinnig wichtig? Ich kann auch Wasser nehmen. Ja, du kannst auch Wasser nehmen, tatsächlich. Und das hilft vielleicht gegen den Staub, den du hast am Tag. Vor allem abends, aber vielleicht kennst du ja dieses Beispiel, eine Pfanne mit Fett und nur Wasser wird die auch nicht wirklich sauber. Weil wir haben auf unserer Haut auch dieses eigene Fett, die sich mischt aus unserer Talgproduktion, Hautöle, die sich mischt mit unserem Schweiß. Und an sich ist das ja auch gut, weil die Schutz unserer Haut. Nur es ist so, dass nicht alles, was wir am Tag ausgesetzt sind, tatsächlich dann mit nur Wasser gereinigt werden kann. Und diese Umwelteinflüsse sind auch ein Grund für unsere Hautalterung. Und dann kommt auch noch dazu, dass diese Gesichtsreinigung kann auch rückfettend sein, dass die Feuchtigkeit hilft, weil vor allem in den Wechseljahren unsere Haut auch an Feuchtigkeit verliert und umso wichtiger ist, eine milde Reinigung zu haben, die auch der Haut Feuchtigkeit gibt. Und das ist, was ich mit meiner Reinigung versuche. Und wo du das eben gesagt hast mit dem Schweiß, ne? Es ist natürlich so, ich sag mal, Schweiß ist ein Thema. Ja, wir sind ja auch beide in den Wechseljahren und das ist für viele Frauen ein Thema, nicht für alle, aber wirklich für viele. Und als es jetzt auch, sage ich mal, wenn es dann in den Außentemperaturen auch noch warm ist, man hat ja wirklich, also da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, dann abends wirklich wie so ein Film auf der Haut. Ja, und auch morgens, weil es sich eben, ne, nicht nur das eigene Hautfett, sage ich mal, die Talgproduktion da aktiv ist, sondern weil eben auch der Schweiß sich verbindet. Und das ist richtig so ein Film. Ja, es ist ein Film. Und dann, du sagst es ja vor allem jetzt, wo es Sommer war und wir so viel schwitzen, dann ob wir... auch wenn wir es nicht wollen, wir greifen doch mit unseren Händen, die auch dreckig sind, an die Haut, Bakterien. Und das ist halt auch ein Thema. Und deswegen schon, sage ich, einmal richtig reinigen, allerdings mit milden Tensiden, also nicht so starken Tensiden, die meine Barriere, den Schutz meiner Haut angreift. Denn die ist ja schon durch die Wechseljahre, dadurch, dass Östrogen nicht so stark ausgeschüttet wird mehr, die ist halt auch trockener, unser Gesicht. Die Kollagenfasern arbeiten nicht mehr so, wie es mal früher war. Deswegen diese Feuchtigkeit auf der Haut so wichtig. Eine gute Reinigung, aber mild und die auch meine Hautfeuchtigkeit wiederum gibt.
Und ich hatte ja in den anderen Video gesagt, dass Frauen kommen oft zu mir und sagen, ja, aber ich habe doch immer ein Reinigungsgel oder ein Reinigungsschaum benutzt. Ich übrigens auch, aber, ja. Das ist zu aggressiv, vor allem in den Wechseljahren, weil die Haut nicht mehr so viel sich regeneriert und die sind zu stark, diese Tenside auf der Haut. Und deswegen stell das um. Du wirst es selber, beziehungsweise das kann jeder selber für sich merken. Wenn die Haut reinigen mit einem Gel oder einem Schaum oder was auch immer für ein Produkt die benutzen und die Haut sich nach dem Reinigen trocken anfühlt, ist dieses Produkt zu aggressiv für die Haut. Du solltest es wechseln. Deswegen bin ich auch eine ganz kurze Zwischenfrage. Wenn ich jetzt also so ein Gel oder Schaum, den ich vielleicht auch in jüngeren Jahren benutzt habe, einfach aus Gewohnheit weiter benutze, und ist das so, man sagt das ja bei jüngeren Frauen oder bei Haut, die jünger ist, sagt man ja häufig, wenn die Reinigung zu aggressiv ist, dass dann die Talgproduktion erst recht losgeht, weil die Haut eben das Gefühl hat, Mensch, ich muss hier aber gegenarbeiten. Ist das in den Wechseljahren auch so? Das kann auch so sein. Das kann auch so sein, wobei die in den Wechseljahren der Unterschied ist, da ist die Produktion nicht mehr so stark von den Talgdrüsen. Also wir haben eher das Thema, meistens ist es halt eher zu trocken ist die Haut, als in den jungen Jahren. Aber tatsächlich in den jungen Jahren ist das auch ein Thema, wenn, dass ich auch viele Teenager sage oder auch Frauen, die in den 30er sind, tendieren auch so eine fettige Haut. Du sagtest, du hattest ja auch früher mehr eine fettige Haut. Tatsächlich ist es so, durch die starke Reinigung, es stimulierst du die Talgdrüsen noch stärker zu arbeiten und dann ist es so ein Teufelskreis. Deswegen eigentlich eher nicht so stark, auch in dem Fall. Empfehle ich es ja auch nicht. Und mache ich auch tatsächlich den Säureschutzmantel kaputt, wenn ich zu aggressiv reinige oder zu stark reinige? Absolut. Also eigentlich in jedes Mal, wenn du eine Reinigung benutzt, ja, du greifst ihn schon an. Und wenn die Tensiden stärker sind, dann noch mehr natürlich. Und deswegen sage ich ja, milde Tensiden, die reinigen genauso gut und dann am besten on top dieses Rückfetten der Haut. Und das ist, was ich mit meinem Produkt mache. Du wolltest, dass wir direkt zu dem Produkt gehen, dass ich zeige das ja, mal, das genau. Ist die Reinigungsmilch. Ich habe nur eine Milch, weil ich, sage ich mal, meine Zielgruppe sind Frauen so ab 30. Und da ist ja, was ich dir sagte, auch wenn die auch ein bisschen fettige Haut haben, empfehle ich nicht diese aggressiven Reinigungsprodukten. Aber soll jeder den Test machen, also ob die Haut sich trocken anfühlt oder nicht nach dem Reinigen. Du, ich kann aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe ja auch immer Schaum benutzt, immer Gel benutzt, sogar Gel, wie gesagt, weil ich eben eher zu einer Mischhaut und fettigeren Haut geneigt habe. Und ich nehme jetzt ja auch schon lange deine Reinigungsmilch. War für mich erst total ungewohnt. Auch so dieses, wie mache ich das jetzt? Das wirst du uns ja gleich noch sagen. Wasche ich es ab, wasche ich es nicht ab? Ich kannte von früher, so von meiner Mutter, so Reinigungsmilch, die du so mit dem Wattepad runtergenommen hast. Das fand ich unheimlich nur, das kann ich nicht. Aber ich habe mich ja auf deinen Rat da komplett eingelassen. Und ich kann nur sagen, super. Also ich habe wirklich ein ganz schönes, gereinigtes Hautgefühl. Es geht alles runter, wo ich das Gefühl habe, na, das ist jetzt wie so ein Film auf der Haut, es ist alles weg. Und du hast wahrscheinlich auch danach das Gefühl, nach dem Waschen, dass die Haut trotzdem versorgt ist, oder? Ja. An Feuchtigkeit. Ja, ich brauche jetzt dringend eine Creme. Weißt du, das hat man ja sonst. Mhm. Genau, das sollte nicht sein. Das sonst, wenn du es auch mit meiner Reinigungsmilch hast, dann hast du extrem trockene Haut. Da solltest du ja noch mehr drauf achten oder noch tiefer reinschauen. Und vielleicht beim Hautarzt, weil das ist sehr, sehr stark dann, sehr trocken. Okay. Also da gibt's bei den Reinigungsmilch, sage ich immer, am besten lesen die Packungsbeilage, wie die zu benutzen sind, wie du sagtest, mit diesem Wattepad. Also meine ist so, dass die mit Wasser emulgiert werden soll. Das heißt, ich mache entweder meine Hände feucht mit Wasser oder mein Gesicht und dann pumpe ich zweimal von der Reinigungsmilch und auf die feuchte Hände mische ich das ein bisschen und dadurch kann ich das viel leichter in mein ganzes Gesicht auftragen. Dann massiere ich das auch ein bisschen, damit wirklich das ganze von den Tag, den ganzen Schmutz rausgeht. Auch, wie ich sagte, Umweltverschmutzung, das ist auch eine der Hautalterungsgründe, die wir haben. Dann kannst du es ein bisschen einmassieren. Ja, als Kosmetiker weiß man ja ein paar Handgriffe. Auch Dekolleté, wenn du es kannst, wäre schön. Also wenn du es auch in der Dusche machst, auf jeden Fall.
und dann mit Wasser abwaschen. Und das war's. Also relativ einfach. Vielleicht gehe ich gleich auf einen Punkt, was manchmal gesagt wird, ja, aber eine Reinigungsmilch, die wasche ich ab, die brauche ich keine teure Reinigungsmilch oder das ist egal, was, womit ich mein Gesicht reinige, weil ich wasche das ja ab. Nein, so ist es nicht, weil schon allein auf den Kontakt von der Haut wirken ja auch relativ schnell diese ganzen Wirkstoffe. Und du wirst danach spüren, die Haut ist sauber und rückfetten. Also das ist was mir super, super wichtig ist, dass du dieses Gefühl danach hast, die Haut spannt nicht, dann hast du eine gute Reinigung und hast du auch gesorgt, dass der Barrierenschutz deiner Haut auch gut erhalten bleibt. Und da ist auch natürlich auch der pH-Wert auch wichtig. Das ist ein pH-neutrales Reinigungsprodukt und relativ milde Tensiden sind natürliche Öle da drin, also es ist nur ein Naturkosmetikprodukt, auch zertifiziert nach Netrue. Und das ist wichtig, dass es durch diese natürliche Öle kannst du auch dieses rückfettende Gefühl auch erreichen. Und damit ist die Haut super gut vorbereitet für die Folgeprodukte. Und je nachdem, vielleicht merkst du, nee, das reicht mir, dann lässt es auch mal so, wenn du willst, vielleicht abends. Aber meistens in den Wechseljahren braucht die Haut noch mehr Feuchtigkeit. Und jetzt verrat uns doch vielleicht noch am Schluss. Viele kommen ja mit dem Argument, naja, wenn ich das mit Wasser abnehme, dann habe ich ja den Kalk vom Wasser auf dem Gesicht und dann brauche ich ja unbedingt ein Gesichtswasser. Was sagst du dazu? Ja, also tatsächlich, wie stark kalkhaltig dieses Wasser ist, hat einen Einfluss darauf. Aber gut, das haben wir jetzt nicht immer in unserer Hand, außer man beschäftigt sich mit diesem Thema, mit dem Wasser. Tonic. Es ist schön, aber es muss nicht sein. Also viele Kosmetiker benutzen das ja auch, weil das ist so wie der letzte, dieses wirklich Reinigungsgefühl. Du kannst es ausprobieren in ein Wattepad, wenn du einen hast, dann macht das ja, dass du danach durchgehst und die ist sauber, die Haut. Einige benutzen es noch, um die Haut noch richtig sauber hinzukriegen. Aber das ist für meine Reinigungsmilch nicht mehr unbedingt notwendig. Es ist aber natürlich schon schön. Also ich will auch mal eins bringen auf den Markt, aber es ist kein Muss. Das muss nicht sein. Es ist eine gute Nachricht für all die Frauen, die sagen, naja, ich mache sowieso gerne weniger. Ist das ja eine sehr gute Nachricht, dass es eben möglich ist, also, aber man braucht es nicht unbedingt. Man braucht es nicht unbedingt, es ist schön, es ist astringierend manchmal, je nachdem, was auch für Wirkstoffe in diesen Tonics sind. Das hängt auch alles davon ab, was für ein Ergebnis man damit erzielen will. Ja, und ich glaube, da ist es ja dann auch wieder wichtig, dass man da schaut, dass man nicht jetzt wieder was Aggressives nimmt und wieder, sag ich mal, die schöne Wirkung von deiner tollen Reinigung wieder damit dann zerstört, indem man irgendwas nimmt mit Alkohol oder mit, Genau, du hast genau den Punkt. Ich liebe mit dir zu rennen, weil du kennst dich ja so gut aus mit den Wirkstoffen, das macht echt Spaß. Und genau so ist es. Leider ist bei Naturkosmetik auch oft der Fall, dass die sehr stark mit Alkohol konservieren. Und deswegen haben die einen hohen Anteil an Alkohol, die Produkte. Alkohol kann in hohen Dosis wirklich die Haut auch austrocknen. Das ist halt das Thema. Und deswegen darauf achten. Absolut richtig. Ja, vielen, vielen Dank, Charaska. Ihr könnt euch freuen, Charaska wird in Zukunft auch in unserem Online-Magazin Lemon Days tolle Blogartikel veröffentlichen zum Thema Hautpflege in den Wechseljahren. Und das super Tolle ist, die liebe Charaska hat, wenn du jetzt sagst, du möchtest die Reinigung unbedingt mal ausprobieren, du möchtest die Milch auch testen, es gibt von Charaska einen wunderbaren Rabattcode, den sie uns schenkt. Du bekommst 10% bei deiner Bestellung von Charaska geschenkt. Wir verlinken das unter dem Video, dass du den Link findest, den Code findest. Und dann wünsche ich dir viel, viel Freude bei deiner Hautpflege. Danke, Charaska. Danke dir, liebe Ann-Kathrin. Alles Gute.